Die Natur ist immer so schmutzig. Ich hasse diesen Planeten. Da will man seinen Laden sauber halten und dann bringt ihr mich hierher. Hier mieft's nach Wookie im Regen. Ist das wirklich dein größtes Problem? Falls du es nicht bemerkt hast, mir ist nicht viel geblieben. Aber meinen Stolz habe ich noch. Ich habe immer an meinen Stolz geglaubt. Glaube es nicht verkehrt. Wenn ich putze, koche oder Ähnliches erledige, habe ich danach einen kleinen Sieg errungen. Ich verstehe. Ich weiß, wir hatten keinen leichten Start. Ich meine, vielleicht war ich auch ein bisschen schuld. Darum konzentriere ich mich auf die kleinen Siege, wie zum Beispiel, dass wir alle einen vollen Magen haben. Allerdings. Ja, und er scheint ja ganz gut zu kochen. So. Ich dachte, wir hätten hier gesiegt. Im Moment sieht es nicht so aus. Und trotzdem hast du Leben gerettet. Der Krieg hat seine eigenen Gesetze. Das weißt du sicher noch aus deiner Zeit in den Klonkriegen. Wirklich. Vielleicht war es auch keine gute Idee. Saw ist weg. Das Imperium wieder da. Saw wusste vielleicht, was er erreichen konnte und was nicht. Er kämpfte schon lange gegen das Imperium. Schwer zu sagen, was wir erreicht haben. Die Raffinerie ist zerstört. Die Wookies sind frei. Saw wusste, dass er unmöglich einen ganzen Planeten allein befreien kann. Er gab sein Bestes und verschwand, als er mit seiner Kraft am Ende war, um später weiterzukämpfen. Wir müssen mehr tun. Wir versuchen's, Kerl. Okay. Dann gehen wir mal rein und schauen, wohin wir jetzt müssen. Hey, war auf Zephyr nicht dieses abgestürzte Riesenschiff? Ob es da drin was zu holen gibt? Auf Zephyr. Auf Zephyr war ein Riesenschiff. Ah, das ist ja... 3 von 5 Geheimnissen, 20 Truhen von 27, 90% erkundet. Ja, aber diese Truhen, die bringen ja nicht so viel, ne? Das ist ja eigentlich eher diese Dinger, die... Sollen wir jetzt echt auf Zephyr gucken nach dem Schiff? Nee, wir machen jetzt Datomir. Ja. Ich will wissen, wie es weitergeht. Datomir, wer will denn dahin? Hier. Dieser Cordova strapaziert dein Schiff wirklich bis zum Äußersten. Er wollte immer die gesamte Galaxis erkunden. Hat's geklappt? Wir haben viele Planeten erkundet. Gräber und Tempel mit Bezug zu den Zephyr und den Jedi. Aber ich hatte eine Grenze. Für ihn gab's keine. Der verrückte alte Mann blieb allein zurück. Er war immer allein. Sogar als ich bei ihm war. Ihn interessierten ausschließlich seine Arbeit und die Zukunft. Nur dafür hatte er Zeit. Er war immer unterwegs. Bogano war der erste Ort, an dem er sich scheinbar niedergelassen hatte. Wenn auch nur für kurze Zeit. Hm. Okay. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Alles klar. Das dürfte der letzte Halt sein. Im Schiff. Drinnen. Ich habe Wände. Ich habe Jedi. Alles gut. Ja. Hey, Kerl. Du und sie. Ist alles okay? Ich weiß nicht. Das ist im Moment nicht wichtig. Weißt du, sie glaubt an dich. Um ehrlich zu sein, ich habe am Anfang nicht viel von dir gehalten. Habe ich gemerkt. Weißt du, immerhin musste ich dir wegen ihr zum unheimlichsten Ort der Galaxis folgen und... Ja, das stimmt. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr beiden das schnell klärt, damit wir die Mission abschließen und uns irgendwo erholen können. Ich kenne ein großartiges Kastell auf Takodana. Dort gibt's den besten Bloody Ranker der Galaxis. Okay, alles klar. Oh, diese ganzen Pflanzen sind gewachsen. Wie cool sehen die denn bitte aus? Sieht voll aus, Grease. Es ist zwar nicht der Ursprungsbaum, aber er ist echt okay. Oh. Toll, was du mit den Ästen machst. Danke, Kleiner. Du bist okay. Junge, Junge, sieht echt nice aus. Und wir haben 2 neue gepflanzt. Mal gucken, ob wir auf dem Planeten die anderen 2 finden. Kerl, hast du kurz Zeit?
was du bist ist da? Seit Bracca weit gekommen. Aber dein Ziel ist noch fern. Du sollst wissen, welche Herausforderungen dich noch erwarten. Ich schaff das. Ich kenne deine Fähigkeiten. Darum geht es gar nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Ich hab's schon getan. Kerl, selbst die stärksten Jedi. Ich bin nicht Triller. Ich schaff das. Ich weiß, das habe ich auch nicht gesagt. Ich erwarte nicht, dass ihr irgendwas sagt. Es ist okay, Sia. Echt. Ich sorge mich um dich, Kerl. Mehr nicht. Hey, ich weiß, wir haben unsere Probleme. Aber ich muss mit euch reden. Ich brauche Hilfe. Ich höre. Ich spüre wieder die Macht, aber bin immer noch blockiert. Warum ist das wohl so? Wenn ich beginne, mich zu öffnen, sehe ich Meister Tepor. Und du hast trotzdem weiterhin deine Verbindung zur Macht vertieft. Weißt du, was mir das sagt? Dass ich nicht weiß, was gut ist? Dass du stark genug bist, deine Gefühle zu akzeptieren. Du musst dir Zeit lassen. Sehr, ich... Vielen Dank. War wichtig. Okay. Selbst so komme ich nicht hoch. So ein Mist. Muss ich wieder klettern. Naja, gut. Hopp. Hopp. Aber jetzt kann ich hier auch ein paar Geheimnisse lösen, die ich davor nicht lösen konnte. Der erste Planet, den wir gelandet sind, wird der letzte sein. Wer hätte das gedacht? Ah, der ist auch wieder da. Die sind immer da. Okay, lass mal ganz kurz gucken. Hier gab's was, ja. So, das ist ja nur eine verschlossene Tür. Aber sonst gab es ja nichts, ne? Nichts, was ich gefunden habe. Okay. Ab. Juhu. Hallo. Aua. Ah. Scheiße, Spinnen wieder, echt. Ah. Zurück. Ja? Ah. Was du gefunden hast. Was haben wir denn da drin? Willst du mal reinsehen? Oh, du hast was gefunden. Oh, ein neuer Sender. Wow. Okay. Ich brauche Hilfe. Die Typen sind wieder da. Er zieht sich zurück. Nee, tue ich nicht. Oh, oh. Ah, dein Maul. Oh. Okay, du gehst mir gerade ein bisschen auf den Sack. Na komm schon. Oh. Versuch's mal, Alter, Jedi. Das gibt's doch nicht. Alter, zwei Stück, wieso? Wieso stirbt nicht endlich einer von euch? Was ist das für ein Gefühl, Jedi? Was ist das für ein Gefühl? Zu sterben, Penner. Ich fühle mich nicht gut, Jedi. Okay, ja, hier ist zu, da ist noch. Das ist. Es ging nicht auf, ne? Da bewegt sich nichts. Von der anderen Seite verschlossen. Ja. Geht's rüber. Kommen jetzt auch wieder die dunklen Brüder hier wieder.
wieder aufgefüllt. Und weiter geht's. Zack! Auf Wiedersehen. Brüder, helft mir! Ah. Ich muss ihn besiegen. Ja, dann versuch es. Komm, komm. Aua. Er erwischt mich trotzdem wieder, was? Okay, die Tür ging auch nicht auf, so viel ich weiß. Ah, die wird gar nicht angezeigt. Ach doch, die Tür geht auf. Ah. Ja, genau, hier ging es ja nicht weiter. Aber gab es noch hier irgendwas? Nee, ne? Ja, keine roten Kisten, gar nichts. Gut. Ja. Hey. Vorsicht! Datum, ihr hütet viele Geheimnisse. Okay. Alle hopp! Jawohl. Das eine Geheimnis geben wir jetzt lüften. Oh. Schlagt richtig zu, Brüder. Aua. Das gibt's doch nicht. Kämpf mit mir, du Feigling. Ja? Dann lass uns tanzen. Gegen uns nicht bestehen. Gott, zack, zack. Wir, Brüder. Guten Flug. Was? Du kannst gegen uns nicht bestehen. Boah. Okay, okay, okay. Kann ich einen Stund kriegen, Baby? Das war ja nicht so leicht, wie ich dachte. Erkletterbar, aber nur mit Ausrüstung. Oh oh. Sterb! Oh! Oh Scheiße! Na toll, ich war ganz oben und jetzt bin ich wieder ganz unten. Wie haben wir das geschafft? Ja. Mit dir erlebt man was. Okay. Hier war ich wohl noch nicht, ja? Geht's durch. Erstmal natürlich wieder heilen. Sehr schön. Da geht's auch lang. Es gibt wieder zwei Wege. Der Weg hier führt. Oh oh. Du gehst keinen Schritt weiter. Schritt zur Seite. Nein, er hatte recht mit dir. Wer? Was? Jedi sind Diebe und dreckige Lügner und bringen nichts als den Tod. Pass ja auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Aber meine ermordeten Schwestern. Was zur Hölle? Sie bekommen ihre Rache. Oh, Scheiße. Zombie, dunkle Schwestern. Oh yeah! Okay, eine ist schon mal down. Sehr gut. Das war's schon. Das scannen mal. Sehr gut. Untote Schwestern der Nacht. Okay, unerbittliche, sprungfähig und extrem aggressiv gegen Ziele. Greifen den Schwarm an. Lass dich nicht umzingeln. Okay. Dann
Danke für die Warnung. Und da liegt ein Arm. Ich habe einer den Arm abgeschlagen. Okay, ich glaube, hier geht es weiter. Dann gehe ich gerne noch kurz nochmal zurück. Wahrscheinlich hier öffne ich einen Durchgang. Ah, dein Fähigkeitspunkt erhalten. Ah. Sie geht nicht auf. Ah, okay. Alles klar. Aber dann haben wir die Tür wenigstens auch auf der Karte markiert. Kommen die jetzt wieder runter? Nein. Was ist das? Okay. Nein. Ah. Noch mehr Untote. Okay. Ah, ich soll mich nicht greifen lassen, hieß es. Ah, Griffe weg, sonst schneide ich sie dir ab. Verlasse diesen Ort. Oh. Au. Der Spinn. Ah. Ah. Ah, ja. Kann ich den Stim kriegen, Baby? Ich fühle mich viel besser. Danke. Okay. Geht's tief runter. Zack. Hopp. Hallo. Au. Oh Gott, hinter mir sind auch welche. Oh. Bezahlen. Was laberst du denn? Na komm, kotz! Okay. Au. So. Fertig gemacht. Okay, da unten war ich. Wie schafft's diese Schwester der Nacht, uns zu folgen? Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Wir gehen besser auf Zehenspitzen. Moment, hast du überhaupt Zehen? Was?